Lego Ideas ist eine der besten Lego-Set-Reihen, die es gibt. Und das Wikingerdorf, das unterstreicht meine Meinung gänzlich. Set Nummer 21343, das Lego Ideas Wikingerdorf. Riesengroßes Teil, da steht's, riesengroßes Teil. Wir haben 4 Minifiguren mit bei und noch ein paar andere weitere Dinge. Und das Ding ist einfach riesig. Wir haben 3 große Gebäudeteile, wir haben ganz viel Zeug drin, die Packung brauche ich euch nicht zeigen, die Sachen der Rückseite, komme ich gleich dazu. Wir gehen erstmal auf die wichtigen Dinge ein, Anleitung, Minifiguren, Set und dann das Fazit. Ich mache mal ein bisschen Platz, denn das Ding ist schon ziemlich groß. Die Anleitung, das muss ich zuerst abhandeln, dann habe ich Platz auf dem Tisch, kommt in diesem wunderschönen Pappschuber. Die Anleitung ist in 2 Teile unterteilt, eine kleine Anleitung, in der man ist eine große Anleitung, in der man das ganze Wikingerdorf baut. Auf der Rückseite haben wir das schöne Wikinger-Logo, das sich überall im Set durchzieht. Die Anleitung gibt 0 Fragen auf. Toll finde ich allerdings, wie bei jeder Lego Ideas Anleitung, dass wir vorne Infos über das Set und über die Designer und über den kompletten Fortschritt haben. Hier habe ich gleich eine wichtige Seite aufgemacht. Da seht ihr 2 Dinge. Zum einen seht ihr das Wikingerdorf, wie der Originalentwurf war, das ist der Kollege hier. Das war der Originalentwurf des Lego-Fan-Designers oder des Lego-Ideas-Einreichers. Und das ist das, was dabei rumkam. Richtig, der Fan-Designer-Entwurf war viel dunkler, viel mehr dunkelbraun, viel mehr grau, schwarz, viel dunkler gehalten. Das wirkt so wie eine Art cartoonige Version vom Wikingerdorf, so tralala. Da kommen Emotionen hoch, wie zum Beispiel auch bei der Geschichte von der Barracuda Bay, ja, von diesem schönen Ding. Von dieser großen Insel, die ich euch immer noch nicht gezeigt habe, weil ich sie nicht gebaut habe, steht seit Jahren auf meinem Pile of Shame. Wie bei dem Kollegen, wo ich mir einfach gesagt habe, hey, die Vorlage war doch auch viel düsterer und piratiger und so. Und dann war ich aber überrascht, die Umsetzung, die war bunt und fröhlich und toll. Und ich fand sie gut, obwohl viele Meckereien vorher im Internet waren. Und bei dem Viking Village 21343 ist es ähnlich. Da war auch viel Gemecker da und viel, sieht ja viel bunter aus, aber ich mag's. Gehen wir auf die Set-Details ein. 18 Plus Set, 2103 Teile und 4 Minifiguren. Zu denen komme ich gleich, alle 4 exklusiv. Erschienen im Oktober 2023, habe es mir gleich zum Release bestellt. War sehr froh damit, ist ein schönes Set. Jetzt stelle ich es euch mal vor. Und als so die Info rauskam, dass dieses Set kommt und wie groß es wird, ne? Wie groß ist ein Stichpunkt? Wir messen es mal ganz kurz aus. Wir haben hier eine Breite von ungefähr von blauer Plate bis blauer Plate, so von die 45 cm, eine Tiefe, wenn wir hier vorne rangehen, von so 26 cm und der höchste Punkt von dem Kollegen hier ist 24 cm. Es ist schon groß. Also, wenn ich so hier drüber nehme, also, das hat schon eine gewisse Größe. Man muss auch ins Regal stellen können. Und dann dachte man, ja, 2000 Teile, so groß wird das Set. Das wird 200 Euro kosten. Nee, keine 200 Euro. Keine 180 Euro, keine 150 Euro, nein, 139,99 € ist die UVP für dieses wunderschöne Set. 140 Euro. Das ist ein Teilepreis von 6,66 Cent. Das zeige ich euch gleich noch besser. Wir gehen aber erstmal auf das hier ein. Und das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist mit das beste Gamer-Set des Jahres. Glaubt ihr nicht? Komme ich noch dazu. Wir haben 4 Minifiguren. Ich blende euch auch unten ein. Das ist viel einfacher. Wir haben 2 Wikinger-Damen mit bei und 2 Wikinger mit Helmchen, die Hörner haben. Die Herren haben kein Wendegesicht, die Damen haben ein Wendegesicht. Wir haben keine bedruckten Arme. Wir haben aber bedruckte Beine. Alle haben bedruckte Beine und sogar bedruckte Füße vorne. Wir haben keine Dual-Mode-Legs. Und wir haben vor allem eine Sache. Die Torso sind der Hit. Die Torso sind der Wahnsinn. Die Schilde sind der Wahnsinn. Und ich glaube, das beste Teil im ganzen Set hat die Wikinger-Dame hier in der Hand. Ah, Ärmchen hoch. Die Wikinger-Dame hat einen bedruckten Hammer auf beiden Seiten. Das, was sie bei Marvel nicht hingekriegt haben, bei Thor hat die Dame, der hat einen bedruckten Hammer. Grandios, diese 4 Minifiguren sind der Hit. Entschuldigt bitte. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, ich nehme manche Sachen im Vorfeld auf, da ist Bricklink leider offline aufgrund von gewissen Aktivitäten, deswegen kann ich euch leider nicht raussuchen, wie teuer die Minifiguren gerade sind. Entschuldigt das bitte. Bestes Gaming-Set, komme ich noch dazu,
kommt als Special oder vielmehr als Anhang nach dem Review oder nach dem Zusammengucken hier. Kümmern wir uns um das Set. 140 Euro, 6,66 Cent pro Teil. Und das Ding gab es sogar schon für 111 Euro im Angebot, weil es ein Lego Ideas Set. Das kommt auch in den Handel zu gewissen Händlern. Sprich, da kriegt er das Ding auf jeden Fall für unter 110 Euro. Keine Panik, kommt. Ist ein Lego Ideas Set. Ich finde das Set super. Erstens haben wir drei Gebäudeteile. Ich muss es auch auseinander. Wobei, ich mach's mal so. Ich zeige mal, wie stabil die ganze Geschichte ist, indem ich es einfach nehme. Na? Und einfach in die Lüfte halten. Ihr seht schon, das hält. Wir haben hier eine Schmiede auf der Seite. In der Mitte haben wir ein großes Haupthaus, eine große, wie könnte man das nennen? So eine Art Rathaus. Und auf der anderen Seite haben wir einen Ausguck und einen Wachturm. Auf der Rückseite, ja, die hat es ein bisschen verschwurbelt auf der Fahrt hierher, auf der Rückseite sieht es nicht gerade schlecht aus, denn auch hier haben wir Details wie Bäume. Es geht mir die blaue Platte hier vorne flöten. Alles live, kein Schnitt, keine... So. Da hinten haben wir eine Kupfermine drin. Diese Kupfermine hat kleine Details mit drin, die mir sehr, sehr gefallen haben. Dass es von vorne nicht nur so ein grauer Steinklotz ist, sondern von hinten auch ein bisschen Zeug. Und ja, ihr habt schon gesehen, wir können diese ganzen Teile hier... Jetzt reiße ich hier auch noch das Schildchen hier weg. Übrigens auch ein Print. Alles, was ihr seht, sind Prints. Man kann diese ganzen Gebäudeteile auch abnehmen. Das sind drei große Teile. Die sind nicht mit Plates verbunden. Das macht den Transport für mich in mein Studio super einfach. Und diese drei Teile kann ich euch jetzt super zeigen. Wir fangen einfach mal bei dem kleinsten Element, bei der Schmiede an. Die Schmiede hat einen kleinen Kamin. Die Schmiede hat ein bisschen Rauch da oben raus. Ein tolles Dach. Ich finde das Dach super. Und klasse Bäume. Eine Tanne oder eine Fichte. Und da, wo haben wir es da? Noch ein Bäumchen mit den Farnen aus der Lego-Burg in dunkelgrün und weiß. Deutet Schnee an. Ist einfach grün und obendrauf ist Schnee. Und jetzt wird es noch besser. Ich habe schon gesagt, was ich gerade abgerissen habe. Dieses kleine Teil hier, das ist ein Print. Dieses Nexonite-Schild ist ein Print. Finde ich super. In der Schmiede drin ist richtig was los. Da ist Feuer, da ist ein nicht bedrucktes Schild, da sind ein paar Waffen. Und da kann man reingucken. Warum kann man reingucken? Weil man das Dach abnehmen kann. Die Dächer sind alle ähnlich gebaut. Wir haben immer einen Tan-Ton mit dran, ein bisschen, das jetzt nicht. Wir haben ein bisschen Strohandeutung mit drauf bei den anderen Dächern und ein bisschen Schnee. Und das Dach kann man runternehmen. Das Dach hat mir sehr gut gefallen beim Bauen. Das war ein sehr schönes Highlight. Und da kann man hier auch in die Schmiede reingucken. Zack. Und ihr seht schon, da ist ein Hebel. Da ist leider kein Leuchtstein verbaut, aber mit dem Hebel kann ich ein bisschen Feuer hochlodern lassen. Ich finde das nett. Besser als nichts. Es sind schön viele Steinplatten drauf, mit Minifigurenmöglichkeiten zum Draufstellen. Es ist einfach eine schöne Schmiede. Es ist ein tolles Teil und kinderleicht ist das Dach wieder befestigt. Einfach hier in die Aussparung rein. Zack, sitzt. Super. Auf dieser Seite, hier unten in der unteren Reihe, sehen wir die Befestigungsmöglichkeiten. Das sind diese kleinen Clips, diese kleinen Barholders. Wobei, ich ziehe es mal hier raus, das ist einfacher. Zack. Diese kleinen Teile, diese kleinen Greifarme, die kommen einfach hier in die Löcher rein. Hier sind auf dieser Seite Löcher, na, wo sie reingesteckt werden. Und da werden sie reingeklipst, die passen zusammen. Und so hält die ganze Geschichte. Nicht bombenfest. Wenn ich ein Teil nehme, wird der Rest runterkrachen. Man muss schon ein bisschen anheben. Aber es ist schön und es ist keine Pinsteckverbindung. Hätte man auch machen können. Aber die haben sich für diese Lösung entschieden. Öfter mal was Neues. Und man kann relativ wenig falsch machen. Dieses Gebäudeteil ist jetzt eins, das ich euch ein bisschen von unten zeigen kann, weil da sind lose Teile drin. Ihr seht schon, keine Farbseuche. Da ist blau, tan und grau. Keine Farbseuche. Wie kann das sein? Da freut sich mein kleines Einhorn überhaupt nicht. Dann haben wir auf der Seite das Rathaus. Das Rathaus bietet uns eine wunderschöne Möglichkeit, einen schönen Steg hier vorne, eine Tür, die man aufmachen kann, oder vielmehr beide Türen. Die Türen sind Brickbuild natürlich, man kann reingucken. Oben haben wir einen schönen Ausguck, ole ole. Gleiche Befestigungsmöglichkeiten. Die Seitenwand mit dem Hirschgeweih sieht super aus und diese Holzblock-Wohlen-Hüttenoptik, das Dach, das ist alles super. Das sieht astrein aus. Auch die Felsenoptik hier hinten finde ich spitze. Und auch hier können wir das Dach abnehmen und das flattert davon. Das Dach ermöglicht uns, das kann ich mal richtig in die Hand nehmen, einen Blick ins Innere. Wir haben eine Feuerstelle, wir haben einen Sitz, wo der Chef drauf sitzen kann, wo Majestix Platz nehmen kann. Habe ich gerade eine Asterix-Referenz gemacht. Und wir haben natürlich noch ein Schild und Futter, alles was reingehört. Richtig schön ist das Feuer. Das Feuer, jetzt reiße ich schon ein Schild von der Hand. Das Feuer ist so gebaut, dass es in diesen Boden
eingearbeitet ist. Leider sieht man davon nicht mehr viel. Das Schild mache ich mal raus. Mach's wieder rein. Wir wollen ja richtig mal reingucken. So. Das Feuer wurde in den Boden integriert. Hier unten sehen wir es, das ist eine Platte. Da unten drin wird das Feuer reingesteckt. Warum man nicht mehr gemacht hat mit dieser Möglichkeit der Untermauerung, frage ich mich ein bisschen. Das Feuer, klar, besser als nichts. Aber das ist eine Bautechnik. Die wünsche ich mir bei viel mehr Sets, bei anderen Sets. Wenn ich so einen Boden habe, der sowieso schon hochgesetzt ist, weil wir eine Konnektivitätsmöglichkeit haben. Warum dann nicht auch das benutzen, um noch eine Ebene tiefer zu gehen und Sachen zu verstecken? Na, super. Jedenfalls auch hier, schön gemacht, freut mich, ist klasse umgesetzt, Dach drauf und schön. Das Dach übrigens arretiert sich aufgrund von diesen wunderschönen Wedges hier. Nee, sind das Wedges? Von diesen Steinen. So. Und das kann man einfach oben drauf tun, zack, bumm, arretiert sich. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, Prinz. Auch auf der anderen Seite, ist egal, wie rum ihr das Dach macht, sind überall Prints drauf. Finde ich super. Ich finde auch diese Optik hier vorne mit dem Eingang richtig schön gelöst. Und wenn wir jetzt mal so ganz gemütlich sind, 140 Euro, also, ne? Also 35 Euro. Ist schon nicht schlecht. Kommen wir zum letzten Teil. Der große Outpost, der Ausguck. Hier haben wir den Kollegen, den großen Turm mit einer wunderschönen Hängebrücke. Die Hängebrücke ist super gebaut mit den Kabeln, wo da was dran gehangen wird. Dann der Ausguck auch mit einem bedruckten Schild und der Fahne und hier unten einen schönen Felsen, wo das drauf gebaut ist. Ist einfach super. Hier haben wir ein paar Bierfässer. Auch hier ist ein Prinz wieder mit am Start. Und diese riesengroße Steggeschichte. Klasse. Hier trocknen ein paar Fische, die wir gefangen haben. Und alles in allem ist richtig schön. Auch mit den Dächern hier, auch auf der Rückseite ist was los. Die Dächer, wie die gebaut sind, echt klasse. Und die Kupfermine. Eine Kupfermine ist eben mit diesem Kupferton angedeutet, dass da drin was los ist. Ich hoffe, ihr seht es ein bisschen. Da sind kleine Kupferstücke drin, als ob da jemand drin wäre, die abgebaut hätte. Und das ist noch nicht alles. Wir können auch hier diese Rückwand abnehmen. Diese Rückwand, da ist auch eine kleine Geschichte hier mit drin, so eine kleine Kerze und so weiter. Da können wir reingucken. Da haben wir nämlich ein Essen, eine kleine Leiter. Da ist nicht viel los. Da ist nicht viel drin. Aber wir könnten theoretisch eine Minifigur platzieren und könnten da was tun. Ich finde das spitze. Ich finde es richtig schön. Alles drin, was man sich wünscht. Und einfach drauf und rein mit. Und dass man das alles verbinden kann, nimmt man einfach diese kleinen Clippers hier. Zack. Das Schöne ist halt, man sollte die richtig rum machen, weil andersrum habe ich schon versucht. Ist gar nicht so einfach. Und dann nimmt man da diese Stangenaufnahmen, die da sind. Zack, zack, zack. Kann man gar nicht viel falsch machen. Clips. Und hier machen wir das Gleiche. So. Ich reiße jedes Mal diese Steinchen ab. Das ist der Vorführeffekt, ne? Wie ich gerade sagte, man sollte die hier rein tun. Zack. So, und jetzt passt das auch. Steinchen drauf. Steinchen drauf. Zack. Und jetzt drehe ich es mal um. Weil ich sagte ja, hier sind keine Farbseuchen verbaut. Ein paar Farben haben sich eingeschlichen, wie das Orange und das Gelb. Aber das ist alles. Der Rest ist alles richtig klasse gemacht. Ich bin mega froh. Die Helme sind genial, der Wikinger, die sind wirklich gut. Die Bautechniken sind toll. Gerade bei den Dächern und bei den Häusern machen mir Spaß. Auch wenn manche Sachen, wie bei der Blockbohlenhütte, ein bisschen repetitiv waren. Die Einkerbung unten im Haupthaus für das Feuer ist super. Die Unterkonstruktion ist einfach mega gelöst, auch sehr stabil und sieht super aus mit dem Blauton. Der Steg ist klasse, da ist viel Detailarbeit reingeflossen. Die Angusspunkte sind auch so ein Thema. Natürlich sind die wie bei Lego immer noch so ein Thema. Deswegen verbaue ich die immer so, dass man die nicht sieht. Manche Teile haben auch verbesserte Angusspunkte, habe ich auch schon ein Video gemacht, sind hier auch schon teilweise reingeflossen. Und ja, da kann man nicht viel falsch machen an dem Set. Für 140 Euro ist das ein No-Brainer. Ein No-Brainer. Und wenn wir da mal die Figuren draufstellen, zum Beispiel den Kollegen hier mit dem Wikingerhelm, den stellen wir mal hier drauf, der läuft hier einfach mal lang. Der Bogenschütze ist hier in einem Ausguck hier oben gerade beschäftigt. Zack, guckt sich da mal um. Die Schmiedin geht ihrer Lieblingssache nach hier unten mit dem Schmieden, beziehungsweise ist hier hinten unterwegs. Und die Kollegin mit dem ordentlichen Hammer, die läuft hier gerade lang. Das Set ist doch richtig gut. Von vorne bis hinten. Das macht richtig Spaß, das ganze Set. Jetzt habe ich wieder was losgelöst. So. Für 140 Euro kriegt ihr bei Lego heutzutage so viel Steine mit so vielen guten Minifiguren, mit so vielen tollen Farben, mit so einem durchdachten Thema. Nicht mehr. Klar, ihr kriegt Steineboxen, wo kleine Mistteile drin sind. Aber das Ding ist wirklich der Hit. Für
6,66 Cent das Teil für 140 Tacken. Das gibt es auch noch im Angebot irgendwann. Klasse. Klare Kaufempfehlung, eines der Top-Sets des Jahres. Für mich, tatsächlich. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum ist es eines der besten Gaming-Sets? Und wo ist die Kritik? Kevin, wo ist die Kritik an dem Set? Die kommt jetzt. Wikinger sind prädestiniert für eben solche Sachen. Man hätte auch wie bei dem Piraten-Set, wie bei dem Piraten-GWP, noch ein kleines Boot mit beimachen können. Gerade so eine kleine gebaute Scholle. Weil hier haben wir ja Möglichkeiten eines Steges. Warum ist da nichts mit bei? Oder, wenn wir schon ein Wikinger-Set machen, warum haben wir dann keinen Drachen? Wo ist der Drache? Ich habe mir extra dieses Set gekauft. Ja, dieses Set. Diesen Drachen von Ninjago. Also, diesen Drachen. Um eine Sache nachzuspielen, beziehungsweise eine Sache nachzubauen. Der Drache war aber im Angebot, den kriegt er mal immer für 30 Euro und drunter, kein Problem. Aber, wenn du den Drachen hier oben drauf setzt, zum Beispiel den Kollegen hier, so, na, so, oder aufs Haupthaus. Wer von euch denkt dann nicht sofort an Skyrim? The Elder Scrolls Skyrim. Das Ding ist so prädestiniert, dass da ein Drache mit bei ist. Und ja, ich habe mir den Drachen von Ninjago nur gekauft für dieses Set. Das Gespraddel, was beim Drachen dabei war und die Minifigur, hat mein Sohn bekommen. Ich wollte nur den Drachen haben. Klasse. Mit Drachen macht das Ding sofort wow, mehr aus. Also, Set kaufen, Drache kaufen, happy sein. Und ich habe mich extra für den schwarz-goldenen Ninjago-Drachen entschieden, weil er gar nicht so dämlich aussieht. Keine Aufkleber drauf gemacht. Und zack, bumm, hat das Ding Struktur. Ich mag dieses Teil ohne Ende. Und wer sich keinen Drachen kaufen mag, wer sagt, hey, das ist ein schönes Set und so, ein Drache muss aber nicht sein, Drache ist nicht toll, der kauft sich ab und zu vom Blue Ocean Verlag eine Minifigur, zum Beispiel ein Thor, oder holt sich so ein 10 oder 15 Euro Set, wo ein Thor drin ist. Und dann haben wir da ein super Wikinger Set mit Thor. Ich stehe da drauf. Das Set ist so gut, das Set macht so viel Freude und es wird bei mir stehen in meinem Gaming-Zimmer, wird es über mir thronen, neben BD-1 und neben meinem Thanos-Handschuh, neben meinem, was habe ich noch, meinem Tallneck. Da wird dieses Set als Gaming-Set stehen mit dem Drachen. Ich bin einfach überzeugt von dem Set. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr das Set gekauft? Wie findet ihr das Set? Wie findet ihr die Kritik, dass ich sage, da ist kein Drache mit bei? Oder sagt ihr, hey, da läuft so viel schief an diesem Set, das ist totaler Rotz. Oder sagt ihr, ja, 140 Euro sind immer noch zu viel dafür. Ja, sind es, aber in der Lego-Welt ist es trotzdem ein super Deal, eines der besten Sets des Jahres, wie ich finde. Bin mal gern gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Und falls ihr es bis hierhin geschafft habt und meine Skyrim-Sachen geguckt habt, lasst auch gerne mal einen Daumen nach oben da oder ein Abonnement für den Kanal. Würde mich super freuen. Ich werde es noch ein bisschen umbauen, also was ist umbauen? Ich muss es noch auseinanderbauen, wieder in meinen Karton reintun, dass ich es wieder mit nach Hause nehmen kann, weil es muss ja raus aus dem Studio. Vielleicht lasse ich es auch noch im Hintergrund noch für ein, zwei Tage. Wer weiß. Ich bin auf jeden Fall mega happy. Fazit, tolles Set. Einziges Manko. Warum kein Drache oder kein kleines Boot dabei? Das ist alles. Figuren tipptopp. Bam. In dem Sinne, das war's. Kurz zusammengefasst. Macht's gut. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Bis dann. Tschüss.